Okay, los geht's. Also die Kartoffeln, 250 Gramm, in Scheiben geschnitten. Ich habe da so einen Gemüsehobel. Damit geht das gut. Und die kommen jetzt mit dem Esslöffel Olivenöl in eine Pfanne. Und wichtig ist, da kommt jetzt ein Deckel drauf und ihr müsst die immer mal umrühren. Die werden jetzt erstmal vorgegart. Ihr könnt die mit Salz und Pfeffer schon ein bisschen würzen. Wenn die dann schon ziemlich gar sind, kommt die Zwiebel und Frühlingszwiebel. Ich mache jetzt zwei verschiedene Varianten, weil bei uns ist das so, da gibt es dann Familienmitglieder, die sofort sagen, wow, was ist das Grüne da drin? Also von daher, das ist jetzt meine Portion, die genau für Clean 9 passt. Da mache ich Frühlingszwiebeln rein, die dann genau für einen Tag Clean 9 passt. Das ist also für eine Person. Nach wieder ein paar Minuten kommt jetzt das Ei, also das verklipperte oder wie sagt man, das verquirlte Ei kommt jetzt da dazu. Also es sind jetzt drei Eier für mich und die kommen da jetzt einfach so oben drauf. Und dann nichts weiteres, also es ein bisschen verteilen, Deckel drauf. Jetzt muss es erstmal bei niedriger Temperatur ziehen. So, und jetzt kommt das Schwierigste und ich zeige das jetzt erstmal mit der Tortilla für die anderen. Die ist jetzt ein bisschen größer. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Also ihr braucht einen großen Teller. Der kommt jetzt, der muss mindestens so groß sein wie die Pfanne. Der kommt jetzt da drauf. Und dann braucht man richtig Kraft. Und dann wird das alle hopp einmal rumgedreht. Wow, super! So. Und damit das von beiden Seiten so schön knusprig oder so schön durchgebacken wird, kommt jetzt das wieder hier vorsichtig in die Pfanne zurück. Das ist jetzt eigentlich gleich fertig. Ich backe das jetzt noch mal kurz.